sieht ja ganz anders aus in ihrem schwarzen Dach. Und dann die Haare so ein bisschen anders gekämmt. Mensch, das Kind hat man gar nicht wiedererkannt. Oder? Ganz normale Fotos machen, ganz normal. Das Wichtigste ist, du musst dich selber schön fühlen. Die sieht doch toll aus, oder? Ja. Komm mal ein bisschen näher zu mir und nochmal so drehen. Und die Hand auf die Hüfte, die Schulter runterlassen. Mhm. Und dann kommst du ein bisschen näher zu mir. Selbstbewusst, nicht so ängstlich. Ach so, ja. Du musst dich schön fühlen, das ist sehr wichtig. Einfach selbstbewusst. Darunter. Mhm. Also pink hat sie an. Ja. Hast gesehen, ne? Yes. Me again. Bisschen sexy. Kennst du sie schon so? So sexy? Nee? Ich plaudere nicht alles aus. Was der Mann in dieser kurzen Zeit mit mir dort veranstaltet hat, was er alles erkannt hat in mir oder an mir, meine Schokoladenseite hat er irgendwie ja, zum Glänzen gebracht, wie soll ich das sagen, oder erkannt. Ich glaube nicht, dass er sie mal so gesehen hat. Jetzt als Sexobjekt auf eine Art und Weise, als Frau, als Fotomodell. Das war für ihn neu. Und ich glaube aber, sie hatte auch Spaß, ihm das zu zeigen. Hier ist heute deine Bühne. Hier sind Zuschauer, hier sind Zuschauer und hier sind ganz viele Fotografen. Und du musst uns alle verführen. Er hat mir gesagt, so ungefähr, wie ich mich verhalten soll, wohin ich gucken soll, wie auf was ich achten soll. Die Schultern, dass man entspannt ist, dass man ein bisschen guckt, ein bisschen sexy auch. Und das habe ich versucht dann umzusetzen. So. 1, 2, 3 und jetzt. Ich werde mich jetzt mal verabschieden. Peter, du willst mich verlassen? Ja, ich komme später wieder. Muss ich ja wieder mit nach Hause nehmen. Ich gucke mich so ein bisschen hart in Hamburg mal an. Was hier los ist. Bis später, Peter, ne? Bis später. Ciao. Alles klar. Tschüss. Bis Spaß. Ciao. Ciao. Ja, mein Bodyguard, da lässt du mich allein. Ich habe eine Adresse jetzt gekriegt. Da werde ich jetzt mal hingehen. Ich werde mal gucken, wann die einen Termin haben. Und dann wollen wir weitersehen. Weißt du, ich lasse mich jetzt überraschen, was das ist. Alright, jetzt komm. Also fürs erste Mal machst du das richtig gut. Alright. Ich glaube, hier muss das irgendwo sein. Ja, hier ist das hier, ne? So, hier ist es, glaube ich. Hier sind wir, glaube ich, richtig, ne? Morgen. Guten Tag. Ich wollte zur Zielfeld. Wie geht der hier starten? Der ist heute. Bisschen. Ja, sind die schon da? Momentan ist leider noch nichts. Aber ich denke mal, die werden bestimmt gleich so nach und nach dann. Dann will ich irgendwie noch was zu tun. Haben Sie eine Karte da? Gerne. Bring in die Karte. Ich setze mich dann nach draußen. Ne? Sehr gerne. Die Sonne genießen und warte, bis die lieben Damen kommen dann und die netten Herren, je nachdem. Alles klar, danke schön. Super, danke. Ach, da kommen ja die Singles alle. Guck mal, so viele Singles auf einmal. Mensch, das ist zu viel für mich doch. Ach, Gott, man müsste noch mal 20 sein und so bekloppt wie heute. Ach, ja, oh, lass das sein. So. Blümchen, mach du auch mal unten Platz. Langsam wirst du schwer. Mal das Hütchen abnehmen und ein bisschen die Sonne genießen. Und mal sehen, was der Tag noch bringt heute. Mal kicken wir mal, was kommt hier. Das sieht ein nicht so gut aus. Der junge Mann hat hier gesagt, es wird vielleicht noch was kommen. Bis jetzt hat sich noch keine Dame gemeldet.
Ja, ich werde mir jetzt auch mehr die Sonne genießen, in Ruhe noch was essen. So, du fängst an, mit deinen Haaren zu spielen, du guckst mich an, die Haare kommen noch ein bisschen zurück. Genau. Mach doch nichts. Ich finde, das machst du echt super. Einmal noch ein kleines Lächeln. Bis dann kann man die Haare so flüssig gar nicht aus. Was machen wir? So flüssig gar nicht. Nein, sag ich doch. Der Janis meint, ich habe das toll gemacht und gut hingekriegt. Ich bin ein bisschen also stolz auf mich und ja, glücklich, dass alles so gut hier verläuft. Ich hatte solche Angst. Die ist auch über 50. Ach. Hübsch, ne? Ja. Mhm. Susanna hat das Gesicht von einem Hollywood-Star, finde ich. Das sage ich jetzt wirklich. Also die ganzen Augen, die Ausstrahlung, ihre Stimme, die wirkt stark und cool. Ich meine, wenn du sie jetzt ein halbes Jahr trimmst, Klamotten, Schuhe, eine andere Wohnung, dann wird sie viel cooler sein, als sie jetzt. Und die ist schon so, auch mit dieser komischen Hose, die sie anhatte. Also ich fand die Hose eigentlich ganz cool. Ja, ich fand die total cool. Gut. Sind sie soweit geschmeckt? Ja, man sieht's ja. Fast alle. Aber was ist das mit den Mädels? Passiert wohl heute nichts mehr, wa? Nee, ich denke wahrscheinlich. Ist das heute leider ein bisschen, auch durch das schöne Wetter. Ja, schade drum, Mensch. Ja. Muss mal gucken, was Susanne macht, wie weit es da ist. Und das war's dann auch. Was soll ich da jetzt so groß sagen? Schade, ich hätte mich mal selber gefreut, wie sowas abläuft. Aber was nicht ist, sollte wohl nicht werden. Keine Ahnung. Okay, komm. Swimming in December. Heading for the city lights. 975. Ach ja. Oh, Peter, da bist du ja. Hat das gedauert. Boah, ja. Und wie war's? Schön. Schön? Und? Schön. Noch nervös? Nö, gar nicht. Also, gar nicht. Hat richtig Spaß gemacht. Erst immer bekloppt machen und dann läuft's noch anders. Hat also Spaß gemacht. Ja, ja. Das war sehr interessant, das Ganze. Und hat Spaß gemacht vor allem. Also hätte ich nie gedacht. Alle Aufregung war mal wieder umsonst. Wie immer bei mir. Danke, Janis, dass ich uns kennenlernen durfte. Melde mich, ne? Alles klar. Okay, Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Man muss sich ja wundern, was man aus so einem Menschen machen kann, wenn man nur so ein bisschen die Haare verändert. Das verändert ja schon den ganzen Typ. Und der Janis, der hat das ja ans Juli gemacht. Ich war selbst überrascht. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Erzähl mal so ein bisschen. Was hast du alles erlebt? Hat er was gesagt wegen deiner Größe oder wie? Hat er sich gewundert. Hat er gestaunt. Dann wohl die Bewegung war noch wichtig für ihn. Ach so, bist du dann auch so wie... Dann sind wir rausgegangen. Wie bei uns im Garten. Über einen Catwalk gegangen, ja? Ja, so ungefähr. Und war er begeistert so ein bisschen von dir? Oder was hast du für einen Eindruck denn? Begeistert, ja. Bitte, begeistert. Naja, war er irgendwie positiv so hat er, oder ja, negativ doch. Oder was? Ja, meinte, ich mach das ganz gut. Das hat er gesagt. Tja, was man nicht alles so macht, ne? Um irgendwie was kennenzulernen. In meinem Alter. Man ist ich geh schuften hart, du. Ja, ich bin doch blöd, in meinem Alter noch sowas zu machen. Also, ja, und ich? Was ist mit mir in meinem Alter sowas ja, zu machen? Ja, du suchst ja keinen Mann, du. Ja, du, ich. Aber na gut, ich meine, das könnte viel. Bewerb mich in meinem Alter als Model, ich meine, ich bitte dich. Ja, nun, also Mensch, mit 47 oder 48 ist doch, Mensch, Kinder, das ist vielleicht ein Standbein. Oder zweites Standbein für dich. Warum 47 nicht? Gefällt mir mehr. Nein, ja, ich nun, bin 48. Nein. Ja. Auf Deutsch gesagt, wir beide warten ab. Ob irgendwann mal ein Telefonanruf kommt. Jo, genau. Und dann geht das Ganze ein bisschen weiter, ne? Ich nehme dich mit in